Attention! Achtung! Diese Bohnen sehen nur gleich aus. Der Geschmack macht den Unterschied. Super oder verrückt? Ich mag verrückt. Hallihallo. Hallo. Herzlich willkommen bei Free 3. Ein neues Video. Heute ist Free Day. Und wir haben uns heute mal etwas ganz Besonderes oder halt auch nicht Besonderes ausgedacht. Ja, Felix, wir erklären es jetzt gleich nochmal, was das Ganze zu bedeuten hat. Jelly Beans, Moment. Jelly Beans, Bean Boozled, keine Ahnung, wie die Scheiße ausgesprochen wird. Jedenfalls, ihr kennt es bestimmt schon aus anderen Videos, wir haben gedacht, wir machen uns das Ganze auch mal spaßeshalber. Wir haben uns nur das Nachfüllpack geholt und nicht das mit der Drehscheibe. Wir dachten, uns so viel Geld wollen wir gar nicht dafür jetzt ausgeben, wir wollen es einfach mal ausprobieren. Wenn es uns gefallen hat, holen wir uns das ganze Spiel. Ja, und wir haben die alle auf den Zettel geschrieben, alle Farben, werden jetzt abwechselnd ziehen. Und müssen dann die Farbe nehmen. Wenn wir jetzt beispielsweise weiß haben, ziehen wir beide eine weiße. Es kann sein, dass wir, was war weiß? Babywindeln oder wir, Kokosnuss. Genau, dass wir entweder Kokosnuss ziehen oder Babywindeln. Das ist Zufall. Und ich glaube, anhand unseres Gesichtes werdet ihr erkennen, wie wir reagieren. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Ich hab Angst. So, dann geht's jetzt auch direkt los. Felix zieht als erstes einen Zettel. Und die Farbe, die er jetzt zieht, müssen wir beide rausnehmen. Eigentlich kannst du auch. Genau. Und wir werden mal sehen, was wir kriegen. Was hast du? Schwarz. Schwarz? Hundefutter sagst du. Hundefutter oder Schokoladenpudding? Ja. Okay. 3, 2, 1. Mmh. Ja, Hundefutter. Ja. Ich habe ja schon mal aus Fun, aus Langeweile, keine Ahnung, Hundefutter gegessen. Ich finde, es schmeckt jetzt nicht so unbedingt wie nach Hundefutter irgendwie. Irgendwie aber auch nicht so gut. Gut gemerkt. So, dann ziehe ich als nächstes. Ja. Und, was ist es? Orange. Nein, Orange. Erbrochenes. Oder Pfirsich. Oh mein Gott. Oder Pfirsich. Oh mein Gott. Die hier? Ja. Okay. 3, 2, 1. Oh. Mich hat erbrochen. Oh Gott! Oh. Ich hatte Pfirsich. Schnell runter. Ich meine, man weiß, dass da nicht das drin ist, was draufsteht. Aber wenn man den Geschmack hat, es muss nicht mal unbedingt wirklich danach schmecken, jetzt in dem Fall nach Erbrochenes. Aber jetzt in dem Fall schmeckt es ja wohl nach Erbrochenes. Aber es ist einfach ekelhaft, wenn man automatisch das Bild im Kopf hat, Erbrochenes, Hundefutter. Ich hatte einen Pfirsich im Kopf. Ich lach dich gerade aus, Micha. Na, mal schauen, wer Babywindeln kriegt. Du bist dran mit ziehen. Oh mein Gott. Oh und er zieht, Gott. Und er zieht, und er zieht. B. Ich. Welche? Also die hier. Ach so, die hast du, okay. Da kann man, da zieht man entweder Karamellpopcorn oder schimmeliger Käse. Ich hatte vorhin schon das Vergnügen, schimmeliger Käse auszuprobieren. Ja, richtig lecker. Das Problem ist, man riecht es nicht. Man riecht es einfach nicht. Die Dinger riechen komplett sind geruchsneutral, okay? Dann noch los. 3, 2, 1. Los. Das ist so ekelhaft, das könnt ihr euch gar nicht.
Er braucht es. Bleh. Oh Gott. Oh Gott, das ist eklig. Gelb. Gelb ist faules Ei oder Butterpopcorn. Oh mein Gott. Okay, gelb. Boah, das ist widerlich, Leute. Okay, 3, 2, 1. Wir haben aber auch ein Glück. Ich hatte Popcorn. Du spuckst das auch noch aus, Alter. Also ich hatte definitiv faules Ei. Junge, warum habe ich so ein Glück? Habe ich jetzt nicht jedes Mal, wenn wir gezogen haben, schon das erwischt, das Negative, das Schlechte. Ach. Aber man merkt es irgendwie auch. Also ich habe das gerade eben gar nicht bemerkt. Doch, bei mir war es, ich habe reingebissen und sofort kam der Geschmack. Und der ist immer noch drin und ich glaube, mir wird gerade wirklich richtig übel. Wir hatten das ja schon mal bei der Schmink-Challenge, bei der Schminkbestrafung. Ich bin ein Weichei. Ich glaube, ich hatte Butterpopcorn, aber ich weiß es nicht. Grün. Grün. Was war grün? Nasenpopel oder saftige Birne? Jetzt mal ehrlich, wie schmeckt Nasenpopel? Probier's aus. Nee, danke. Okay, grün. War das dir? Ja. Okay. Oh mein Gott. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, Nasenpopel oder saftige Birne. Okay, 3, 2, 1, cheers und runter. Birne ist es auf keinen Fall. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen Nasenpopel, aber muss es ja sein, weil es keine Birne ist. Also ich weiß überhaupt, wie Nasenpopel schmeckt. Wie kommen die da drauf, Nasenpopel? Ja, jetzt geht's los. Das wäre entweder Windel oder... Die Final Round. Baby Windel Kokosnuss. Das ist nicht Final Round. Ja doch, ist das Schlimmste. Oh. Final Round wäre die letzte Runde. Okay, also. Ja, jetzt kommt Rot, also. 3, 2, 1. Preise den Herrn. Wie schmeckt das? Deo. Wie Deo oder ein Frühstücktuch oder sowas. Dann war es Babywindel. Dann war es aber keine vollgeschissene Windel, sondern dann war es eine normale Windel wahrscheinlich. Ich hatte Kokos. Eine vollgeschissene würde schlimmer schmecken. Es ist nicht schlimm, aber nur bei dem Gedanken, dass es der Geschmack Windel ist, kommt es irgendwie ein bisschen komisch. Ich hatte Kokosnuss. Gut, das hier, was bleibt denn jetzt noch übrig? Rot. Ja. Bro. 1000 Wiesler oder Erdbeermarmelade. Was ist besser? Ich habe beides noch nicht probiert, also. Okay, also. Ich glaube, 1000 Wiesler ist bei uns beiden besser. Final Round. Dum-dum-dum-dum-dum. 3, 2, 1 und rein damit. 1000 Wiesler. Ich glaube, ich habe jetzt bei jedem, was ich heute gezogen habe, das Negative erwischt. Oh Gott. Nee, danke. Ich habe genug für heute. Ich hoffe, ihr habt auch genug für heute. Sind doch noch ein paar Zettel drin. Ja, das war's dann für heute. Ziemlich beknackte Sache, wenn ihr mich fragt. Aber eine lustige Geschichte auf Partys, ganz sicher. Ich glaube, ich werde das, wenn ich mich mit meinen Leuten das nächste Mal treffe, auch mal mir noch mal ein Packen holen. Wenn man da schon ein paar Bier-Intos hat, dann macht das bestimmt Spaß. Und Felix, der versucht jetzt hier noch gerade was. Probierst du noch mal eins aus? Ich probiere Karamellpopcorn zu kriegen. Mhm. Nicht Popcorn? Mhm. Schön, dass ihr das Video gesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns oder kommentiert. Wir freuen uns auf nächsten Mittwoch bzw. Freitag, wenn es wieder heißt Free 3 Free Day. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cheers.